Luka Dimitrijevic. Wir haben am Ende 1-2 verloren gegen Eintracht Trier. Ich denke, es war ein absolutes Topspiel heute. Wie hast du es erlebt? Ja, ich denke auch von den Rahmenbedingungen, die wir hier heute hatten, mit der Kulisse, hatten, glaube ich, lange nicht so viele Zuschauer gehabt. Wobei auch Trier viel mitgebracht hat, denke ich, dass es schon ein schönes Spiel war. Ich glaube, auch für die Zuschauer war es spannend, obwohl wir 60 Minuten Unterzahl gespielt haben und sie relativ früh das 1-0 gemacht haben. Aber ich glaube, bis zum Ende war da noch ein Punkt irgendwie drin, dass wir das Ding noch irgendwie ziehen. Vor allem die zweite Halbzeit war dann richtig stark von euch. Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen vom Gegentor, habt nachgelegt. Was habt ihr euch in der Halbzeit vorgenommen? Ja, also was will man machen? Ich denke mal, die Standardsachen, dass man den Glauben nicht verlieren sollte, weil es kann ja immer was passieren. Da rutscht einer rein oder wie jetzt Yannick das Ding halt gemacht hat nach dem Freistoß. Da kann man uns nichts vorwerfen, die zweite Halbzeit. Dann haben wir gut im Verbund verteidigt, haben schnell nach vorne gespielt. Also wir wollten das genauso machen, hat auch mehr oder weniger geklappt. Vorwerfen können wir uns vielleicht das 2-0, weil das war relativ unnötig, einen Standard, so ein scheiß Ding zu bekommen. Aber das passiert alles, von daher, ja.